Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich grüße Sie zum Wohl. Hab hier kaum Platz zum Abstellen, denn Sie sehen, es geht mal wieder um Hüte. Nach ziemlich genau 5 Jahren und Sie sehen ein paar mehr als beim letzten Mal. Ich möchte mit Ihnen noch einmal über Hüte sprechen, weil ich Ihnen einfach viel mehr zu zeigen habe mittlerweile. Das ist ungefähr das Ergebnis der letzten 2 Jahre intensiver Suche, während ich damals vor 5 Jahren im ersten Hut-Video gerade mal diesen Emerson als einzigen Vorkriegs-Fedora Ihnen zeigen konnte. Das hat ausgereicht, weil das ein absolut typisches Exemplar ist und ich wollte Ihnen ja das Typische zeigen und ich habe es Ihnen nur anhand äußerer Merkmale gezeigt. Ja, und ich sagte eben, relativ hohe Krone, hohes Hutband, relativ gerade Kronenflanken, Krempe um die 6 cm, hier sind ein bisschen weiter. Und das war's. Und zwar unter anderem deshalb, weil ich Ihnen ja gar keinen Vorkriegshut empfehlen wollte, sondern einen, der so aussieht. Deswegen habe ich Ihnen ja auch Hersteller gezeigt, die tatsächlich heute noch solche Hüte anbieten. Und 2 von diesen Herstellern haben sich auch tatsächlich als die richtigen herausgestellt. Ich kenne also Leute, die dort gekauft haben und das hat ganz gut geklappt. Nun ist es aber so, dass diese allgemeinen Angaben über die Proportionen eines Vorkriegshutes nicht allen wirklich sozusagen in Fleisch und Blut übergegangen sind, was vielleicht auch nicht verwunderlich ist. Viele haben mich seitdem gefragt, ja, ich habe hier einen Hut, ist das was? Hat der die Proportionen, die Sie vorschlagen? Und ich schlage natürlich das Klassische vor. Kommen wir dann noch genauer drauf. Und ich habe dann gesehen, nein, es passt nicht. Die Leute sehen es nicht. Warum nicht? Weil sie einfach nicht genügend Erfahrung damit haben. Also ich kenne nicht nur jetzt natürlich all diese Hüte, die ich hier habe, von denen bis auf 2 alles Vorkriegshüte sind, sondern dadurch, dass ich die ganzen Vorkriegsfilme schaue, sehe ich natürlich immer wieder Vorkriegshüte. Und da ich mittlerweile hunderte von diesen Filmen kenne, kenne ich natürlich hunderte bis tausende Vorkriegshüte. Was die äußere Anmutung angeht. Und wenn Sie aber diese Expertise nicht haben, wenn Sie dieses Gefühl nicht haben, und die meisten haben es nicht, dann müssen Sie irgendwie anders urteilen. Ja? Wenn Sie natürlich einen neuen Hut kaufen, wie gesagt, ich habe Ihnen da ja vor 5 Jahren schon Beispiele gegeben. Ich glaube, die existieren auch alle noch oder war einer pleite gegangen, ich weiß es nicht. Jedenfalls, da muss Sie das natürlich nicht interessieren, aber da ich nun mal die vielen Originale da habe, will ich Ihnen auch zeigen, woran Sie wirklich erkennen, ist das ein Vorkriegshut oder nicht. Und dazu muss man ins Innere hineinschauen, in den meisten Fällen. Als Kenner sieht man es auf den ersten Blick, aber als Laie eben nicht. Und da will ich Ihnen einfach zeigen, worauf müssen Sie achten. Zugleich wird das aber auch natürlich eine Formkunde von klassischen Hüten, weil das eben alles Hüte aus den 20er bis 50er Jahren sind. Und anhand der Formen und auch der inneren Verarbeitung und so weiter können wir relativ genau datieren, wann so ein Hut hergestellt wurde. Da werden Sie sehen, können wir mindestens unterscheiden 20er Jahre, 30er Jahre, 40er Jahre und dann später. Wobei 50er Jahre sind hier nur 2 Hüte, das ist der braune und der dunkelblaue dort, weil ich eigentlich keine 50er Jahre Hüte sammle. Ich sammle ja hier eigentlich auch nicht. Sind eben ein paar zusammengekommen. Ja. Denn wenn ich das machen würde, wenn ich die 50er Jahre Hüte alle an mich reißen würde, dann müsste ich hier aus einem Berg von Hüten rausgucken. Ja. Und dann wäre ich auch ein Stückchen ärmer. Ja. Zunächst einmal vielleicht nochmal eine Rekapitulation, warum diese alten Hüte. Das kam ja immer wieder bei dem alten Hut-Video vor 5 Jahren, aber auch zurück zum Anzug. Jedes Mal hieß es, aber Herr Wangenheim, warum sollen wir denn herumlaufen wie vor 100 Jahren oder wie vor 80 Jahren? Meine Damen und Herren, darum geht es nicht. Sie sollen nicht rumlaufen wie vor 100 Jahren und ich empfehle Ihnen ja gar nicht Anzüge aus den 30er, 40er Jahren. Es geht einfach darum, dass es sich um klassische Hüte handelt, die natürlich abgestimmt sind auf klassische Anzüge. Deswegen auch die Rede von Vorkriegsanzügen bei Zurück zum Anzug.
Aber sie entsinnen sich, ich empfehle ihnen ja gar nicht den Anzug der 30er oder 40er Jahre, weil der nämlich so klassisch gar nicht ist. Denken Sie mal zurück an den ersten Teil der Reihe Zurück zum Anzug. Da habe ich Ihnen die Abiturienta einer Gymnasialklasse aus dem Jahr 1942 gezeigt. Und der Lehrer und der Rektor hatten noch alte Anzüge an aus den 20er Jahren. Die hat es natürlich in den 30ern auch gegeben. Die haben jetzt nicht so alte Anzüge angehabt. Es hat immer verschiedene Varianten von Anzügen natürlich gegeben. Und das waren sozusagen die Altherrenanzüge. Ja, das waren die, die noch geschnitten waren wie in den 20er Jahren. Die saßen da und naja, das hat um den Oberschenkel gerade so nicht gespannt. Und wenn Sie Fotografien aus den 20er Jahren sehen, dann werden Sie immer feststellen, die haben ziemlich schlanke Hosenbeine. Können Sie manchmal denken, die haben Slimfit-Anzüge an. Naja, so schlimm ist es nicht, aber relativ schlank. Also so, dass man noch ohne, dass es spannt, sitzen kann, aber nicht ultraweit. Und was dann in den 30er, 40er und 50er Jahren übrigens passiert, das ist, dass sie ultraweite Hosen bekommen. Und die Jungen, die Schüler, die auf diesem Foto zu sehen waren, nicht nur bei den Knickerbockern, auch bei den normalen Hosen, hatten also wallendes Tuch über und über. Das ist nicht der klassische Anzug, ja? Sondern das ist schon in eine Richtung ausfallend, genauso wie heute die Slimfit-Anzüge. So, in den 50er Jahren sind also die Beine auch noch meistens sehr weit, übrigens auch die Revers. Mit anderen Worten, diese Vorstellung, die manche haben, wenn die Hosenbeine weit sind, sind das 40er oder 30er Jahre, ist falsch. Ist ganz klar falsch. Es hat in den 50er Jahren noch eine ganze Menge und ich würde sagen, also mindestens die Hälfte der Anzüge waren immer noch so weit geschnitten. Erst in den 60er Jahren wird das weniger. Das Revers wird deutlich schmaler, durchgängig dann. Ja, das geht natürlich in den 50ern schon los. Und die Hosen sind wieder ganz normal. Also eher schmaler geschnitten. Und dann, übrigens in den 20er Jahren, ging das ja los mit den weiten Hosen, mit Schlaghosen. Und die kommen in den 70er Jahren wieder. Kennen Sie. Und dann in den 80er Jahren ist alles weit, zusammen mit dem Sakko, unheimliche Polsterung in den Schultern. Das ist ja auch in den 30er Jahren sehr deutlich. Und dann haben Sie in den 90ern, geht das alles wieder zurück und es wird wieder klassischer. Das heißt, Sie haben ein ständiges Changieren zwischen, ich könnte jetzt sagen, Kultur und Ingenium. Ja, also es ist natürlich nicht nur historisch und weltgeschichtlich so, dass Sie solche Wellenbewegungen haben, sondern auch in der Mode und im 20. Jahrhundert relativ zügig. Ja. So, und viel enger als eng kann es nicht werden. Deswegen sind die Anzüge entweder klassisch oder sie sind dann sehr weit. Ja, und wenn Sie weite Hosen haben, dann haben Sie auch meistens weite Revers. Das ist in den 70ern so, das ist in den 40ern so. Einfach weil das dann miteinander korrespondiert. Übrigens korrespondiert damit dann auch normalerweise zumindest die Breite beispielsweise der Krempe. Ja. Aber der klassische Anzug, den finden Sie eigentlich vor allen Dingen nur in den 20er Jahren, dann in den 50er, 60er Jahren, dann wieder in den 90er Jahren und jetzt mittlerweile, weil die Hosen wieder weiter werden, haben Sie vielleicht schon mitbekommen, die jungen Leute sind also mittlerweile in sehr weiten Jeans unterwegs und es gibt dadurch auch die Anzüge wieder immer weiter. Zumindest gibt es Modelle, die dann so sind. Ja? Auch wieder ultraweite Revers sind wieder im Angebot. Das Einzige, was noch fehlt, ist die Uhrenglastaillierung, ja? Die Sanduhrentaillierung. Aber die kann man leicht selber machen, wie es zum Beispiel hier der Fall ist. Gut. Sie sehen also, es geht mir nicht um wie vor 100 Jahren, sondern es geht mir um den klassischen Schnitt. Das haben Sie gesehen, hoffentlich, wenn Sie richtig zugehört haben, in Zurück zum Anzug. Genauso ist es mit den Hüten. Ja? Aber in der Zeit, wo die Anzüge einigermaßen klassisch waren, ja, oder man muss ja sagen, wo überhaupt noch Anzug getragen wurde, waren natürlich die Hüte auch tendenziell klassisch. Und da gibt es natürlich Variationen, das ist gar keine Frage. Die werden wir dann beim nächsten Mal durchgehen. So, ich habe gerade gemerkt, ich brauche noch gar keinen
Sakko, kann man es etwas luftiger haben. Das brauche ich erst, wenn ich ihm dann die Hüte zeige, wenn ich es aufsetze. Noch eine Bemerkung, warum überhaupt Hut? Ich habe das versucht, Ihnen natürlich schon vor 5 Jahren zu zeigen, dass man einen relativ unauffälligen Anzug tragen kann, eben klassisch, so klassisch, wie man es eben bekommt und mag. Und das ist im Grunde nichts Besonderes, das sieht ganz nett aus. Aber der Effekt, wenn Sie den Hut dann aufsetzen und plötzlich in einer ganz anderen Welt sind, der ist doch bemerkenswert. Und den habe ich bei anderen genauso festgestellt. Ja, Leute, die sich aufgrund meines Hutvideos dann einen zugelegt haben und die ich vorher im Anzug kannte und plötzlich kommen sie mit Hut, das ist eine völlig andere Welt. Warum ist das so? Weil die Feinheiten, ob sie jetzt einen klassischen Anzug anhaben oder einen modernen, wird der Durchschnittsbeobachter gar nicht bemerken. Ah ja, gut, er sieht vielleicht, ob die Hose besonders eng ist oder nicht, aber wie weit jetzt das Revers ist und so weiter, ich meine, die Durchschnittsbeobachter bemerken das nicht. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass Sie mehr oder weniger als Banker, Versicherungsangestellter oder Dandy abgestempelt werden, das ist sozusagen relativ hoch. Und es gibt so ein paar Methoden, wie man davon abweichen kann, sodass es doch dann eben bürgerlich solide aussieht, was etwas völlig anderes ist, was einen völlig anderen Eindruck macht. Das ist eben der historische Eindruck. Weil in historischen Zeiten eben diese bürgerliche Solidität das Ziel war. Das kann zum Beispiel eine Weste sein, ja, die eben heute im Allgemeinen relativ selten ist. Aber der Hut, der ja selbst eben schon verhältnismäßig auffällig ist, der sagt dann ganz deutlich, ich habe eigentlich mit den üblichen Kategorisierungen, in die Sie so einen Anzugträger stecken können, nichts mehr zu tun. Weil es eben aus der Zeit gefallen ist. Und da spielt im Übrigen auch eine Rolle, was für ein Hut. Also wenn irgend so ein Instagram-Dandy, was weiß ich, für 150 Euro einen Hut aus dem Laden geholt hat oder auch für mehrere hundert Euro von Borsalino, die haben nicht die richtige Form. Sondern die sind natürlich nicht für Anzugträger gemacht. Diese Hüte sind alle für Anzugträger gemacht. Heute sind die Hüte gemacht, was weiß ich, für Leute, die Lederjacke tragen oder Freizeitjacken, sonst was. Aber normalerweise nicht mehr für Anzüge. Und das hat mit den Proportionen zu tun. Also, dass die Krone relativ gerade und hoch ist, das ist sozusagen ein kräftiger Auftritt. Und dieser kräftige Auftritt, der hat eben zu tun mit dem Anzug. Das ist auch ein kräftiger Auftritt. Nicht nur, wenn Sie 30er Jahre Revers haben und die entsprechenden Hosen dazu, sondern ein klassischer Anzug ist ein schwerer Auftritt. So wie Sie heute herumlaufen, wenn Sie denn mal einen Hut tragen, die Leute, die Hut tragen, sind ja sehr wenige, die haben diesen Auftritt nicht. Folglich muss der Hut sich auch zurücknehmen und das bedeutet eben schräge Kronenflanken, flache Krone, ja, tendenziell auch ein bisschen weniger Krempe. Und deswegen ist die Vorkriegsanmutung eine ganz wichtige Sache, denn das sind alles Anzugshüte und nicht irgendwelche Freizeithüte oder hoppla, es regnet oder so etwas. Ja. Sondern das ist alles mehr oder weniger aufeinander abgestimmt. Und ich muss dazu sagen, so viele Hüte, wie ich jetzt mittlerweile zur Auswahl habe, stelle ich dann auch fest, dass eben ja, die Farbkombination natürlich teilweise nicht ganz einfach ist und auch die Formen. Also man kann das nicht mit allen Anzügen immer kombinieren. Ja. Gut, das ist aber dann eine andere Frage, werde ich vielleicht dann beim nächsten Mal ein paar Bemerkungen dazu machen. So, da wir heute und beim nächsten Mal nicht nur über die Form sprechen wollen, die Sie also heute auch noch bekommen können, das habe ich Ihnen vor 5 Jahren schon gezeigt, soll es natürlich auch hier ganz besonders um die Vorkriegsexemplare gehen, deswegen haben wir die ja da. Wie viele gibt es davon eigentlich noch? Naja, die Masse der Hüte, von denen sowohl Händler als auch Sammler denken, dass es Vorkriegshüte sind, sind aus den 50er und 60er Jahren. Das ist genau dasselbe wie mit Anzügen. Die meisten Anzüge, die die Leute für 30er, 40er Jahre halten, sind aus den 50er und 60er Jahren. Das liegt einfach daran, erstens,
in den 50er und 60er Jahren, das hatte ich Ihnen ja schon in Zurück zum Anzug erklärt, die sind nicht lang getragen worden und dann sind sie im Schrank gelandet, weil man einfach im Alltag nicht mehr Anzug getragen hat. Das gilt für die Hüte natürlich ganz genauso. Diese Hüte sind also in fantastischem Zustand, oftmals 50er Jahre Hüte, oftmals wie neu. Ja. Und weil sich die Fabrikationsmethoden und auch die verwendeten Materialien zwischen den 40er und 50er Jahren nicht groß geändert haben, können Sie die oftmals nicht unterscheiden. Eben auch die Proportionen sind oftmals dieselben geblieben. Ja, es gab zwar schon modischere, neuere Stile, genauso wie bei den Hüten, aber es gab die alten immer noch. Das unterschätzen viele. Also ich kriege auch immer wieder mal Anfragen von Leuten, die sagen, hier, ich habe einen Anzug aus den 30er oder 40er Jahren, würden Sie dem zustimmen? Und dann ist es eigentlich in 99% der Fälle so, dass ich mir genauere Bilder schicken lasse und so weiter. Und dann stellt sich heraus, nein, der ist eindeutig aus den 50ern. Das ist nicht schlimm. Ja, das kann auch gut sein. Ja. Also hier ist beispielsweise ein netter Hut aus den 50er Jahren. Das sieht man ganz deutlich. Aber trotzdem gut tragbar. Ja. Nur, man muss sich über die Unterschiede dennoch so einigermaßen im Klaren sein. Ja. Also das können noch sehr, sehr ähnliche Anzüge sein, das können noch sehr, sehr ähnliche Hüte sein. Aber wenn wir jetzt wirklich von 20er, 30er, 40er Jahre Hüten reden, dann muss das ja irgendwie nachweisbar sein und das werden wir für die Hüte machen. Bei Anzügen geht das natürlich auch. Bei dem einen besser, bei dem anderen weniger, das werden Sie hier dann auch sehen. Aber die Masse ist tatsächlich, die so angeboten wird als Vorkriegsware, ist keine Vorkriegsware. Ja, also Beispiel für die Hüte. Sagt mir jemand hier, das ist ein 30er-Jahre-Hut und dann schaut man einmal hinein und sieht ein schwarzes Schweißband und dann muss ich sagen, tut mir leid, der ist aus den 60ern. Ja. So, aber da kommen wir dann noch genauer drauf. Mit anderen Worten, in den Schoß fallen Ihnen diese Hüte nicht. Ja, sondern da muss man schon genau danach schauen und unter 1000 Hüten, die Sie sehen, sind dann vielleicht zwei, drei wirklich alte. Wie sieht es mit den Größen aus? Das ist ja bei den Anzügen ein ganz großes Problem. Also ich bin 1,85, ich habe natürlich auch eine ganze Zeit lang mal nach alten Anzügen gesucht. Da stellt sich heraus, wenn Sie wirklich einen haben wollen, den Sie nicht mehr ändern müssen, wo also die Proportionen dann wirklich stimmen und der auch tailliert ist für mich in der richtigen Weise und so weiter. Da sind sie bei Preisen, da können sie sich auch einen teuren neuen Anzug kaufen und den dann entsprechend aussuchen, der auch ziemlich klassisch ist, sogar klassischer als die alten. Klar, die Tuche haben teilweise sehr, sehr schöne Muster in den 30er Jahren, ist überhaupt keine Frage. Ganz wunderbare Farben auch. Aber naja, da haben sie dann Löcher drin und so weiter. Hier gibt es natürlich auch Mottenfraß, aber da kommen wir gleich dazu, der ist nicht ganz so schlimm. Erstmal zu den Größen. Das Größenproblem ist nicht ganz so schlimm wie bei den Anzügen. Denn bei den Anzügen fehlt einfach oftmals die Höhe. Ich bin 1,85 und das ist ja, das ist zwar ungefähr der Durchschnitt, aber die jungen Leute, die sind ja heute 1,90, 1,95. Ja, und das ist schon gar nicht so besonders groß. Und da können Sie es gleich vollkommen vergessen. Ja. Da haben Sie genügend Schwierigkeiten, einen Anzug von der Stange heute neu zu finden. So, nun sind natürlich auch die Köpfe größer geworden. Das ist klar. Die Masse der Vorkriegsfedoras und Vorkriegshomburger gibt es zumindest aus Deutschland fast gar nicht. Also Vorkriegsfedoras, der Begriff Fedora ist übrigens auch falsch, das machen wir dann beim nächsten Mal. Also zumindest in Deutschland hat es sie nicht gegeben. Aber damit Sie verstehen, was ich meine, heute hat sich das durchgesetzt, das ist der Fedora. Die meisten Vorkriegsfedoras sind in den Größen 57 und 56 vorhanden. Das ist meine Erfahrung. 58 ist seltener, genauso wie die 55 seltener ist. Also je weiter Sie dann von dieser 56, 57 abkommen, desto seltener wird es. Eine 59 ist schon wirklich, da können Sie schon Alarm geben, wenn da mal was ist, weil das wirklich selten ist. Ich habe zwar jetzt im letzten Jahr dem einen oder anderen Instagrammer einen 59er vermittelt. Ich weiß nicht, ob es zwei oder drei waren. Ja, also wenn man dann so ein bisschen drauf achtet, kriegt man es schon mit. Ja, da kommen dann schon ab und zu mal 59er, aber 60 ist schon wirklich, also das ist
extrem selten. Und so ist aber auch nach unten, also eine 54 und 53 gibt es auch so gut wie nicht. Ja. Klar, die Köpfe sind größer geworden und wenn sie, sagen wir mal, eine 60 haben oder gar eine 61, dann ist eigentlich die Ausweichmöglichkeit nur 50er Jahre. Denn da werden die Hüte tatsächlich dann größer. Warum sind die in den 30er, 40er Jahren relativ etwas kleiner? Naja, ganz einfach, die sind im Ersten Weltkrieg und kurz danach aufgewachsen, die sich dann in jungen Männerjahren Hüte gekauft haben in den 30ern und 40ern. Und da war die Ernährungslage schlecht. Deswegen sind die amerikanischen Hüte tendenziell auch ein bisschen größer. Ja, vielleicht eine Nummer im Schnitt. Die hatten eben dieses Ernährungsproblem nicht, das es in Deutschland gab. Inflation und so weiter, wissen Sie, und Blockade und Kohlrübenwinter. Dann nach dem Krieg, wie gesagt, die Köpfe ein bisschen größer. Da finden Sie dann in den 50er Jahren genug. Und da gibt es dann natürlich, das ist dann 58, ist da fast eine Standardgröße. Ja? So, ich weiß jetzt nicht, ob ich bei 1,85 einen kleinen Kopf habe mit 57, aber wie gesagt, wenn Sie eine 57 haben, haben Sie sehr, sehr gute Chancen. Und manchmal passen auch 56er. Das ist zum Beispiel eine 56, passt mir trotzdem. Manchmal ist es komisch. So. Ja, auch teilweise sind 57er mal ein bisschen kleiner, 58er mal ein bisschen größer. Das sind ja wirklich ganz geringe Abweichungen. Also eine 57 ist 3 mm kürzer als eine 58. Ja, das sind immer 3 mm pro Hutgröße. Das ist also so gut wie gar nichts. Ja, wenn Sie dann 1 mm Abweichung haben, dann merken Sie das aber schon, wenn Sie den Hut aufsetzen. Ja. Deswegen ist das also so eine Sache. Weiten würde ich nicht empfehlen. Ganz wenig können Sie natürlich, wenn Sie den Filz ein bisschen feucht machen und etwas straffer aufziehen, können Sie sozusagen an Ihre Kopfform besser anpassen. Und das bringt dann nochmal ein bisschen mehr Komfort. Aber tendenziell würde ich also, wenn Sie dann hören, den Hut habe ich geweitet oder so, das sieht dann meistens schrecklich aus. Ja, weil sich das alles verzieht dann. Ja. Einen größeren Hut können Sie natürlich immer tragen. Da muss dann nur irgendwas hinter das Schweißband, ja, Kork oder Zeitungspapier oder was, das reicht ja schon. Tendenziell werden Sie aber froh sein, wenn Sie überhaupt einen in Ihrer Größe bekommen. Dann noch einen größeren ist. Aber kann passieren. Habe ich hier auch. Werde ich Ihnen dann beim nächsten Mal zeigen. Sind dann meine Tauschangebote. Ja? So, nun ist es auch so, dass der Hut, der alte Hut, der Vorkriegshut, auch dadurch interessant ist, dass er meist sehr viel besser erhalten ist als die alten Anzüge. So ein Anzug wird ja abgenutzt. Ja? Sie sitzen mit dem Anzug, da rutschen sie hin und her, da wird der Stoff dünn. Ja? Sie bleiben irgendwo mit dem Sakko hängen, sie kleckern drauf. All das ist passiert. Da reden wir noch gar nicht von Motten. Das kann alles dem Hut nicht passieren. Der kann mal runterfallen, aber ist eigentlich auch relativ robust. Gerade wenn es die dunkleren Hüte sind, da macht auch ein bisschen Dreck dran nichts. Ja. Klar, wenn es ein heller Hut ist, darf der nicht so einfach in den Matsch fallen. Das kann dann schon dauerhafte Schäden geben. Aber deshalb sind die Hüte oftmals in einem sehr schönen Zustand. Es ist ganz selten so, dass Sie wirklich einen alten Hut haben, wo jetzt das Schweißband komplett fehlt oder am Abfallen ist. Habe ich hier auch welche, aber kann man trotzdem tragen. Ja? Ist eigentlich kein Problem. Und gerade auch Motten, eigentlich ein geringes Problem. Während der feine Anzugsstoff, ja, dieses feine Tuch, auch wenn das früher ein bisschen dicker war, ja, da ist die Motte schnell durch. Und dann frisst sie ein bisschen drumherum, dann wird das immer größer und so weiter. Beim Hut haben sie ganz selten Durchbisse. Also hier ist einer, der hat hinten ein kleines Loch, sieht man kaum, weil das in der Rundung der Krempe drin ist. Aber ansonsten, das ist mindestens 1 mm dick, manchmal 2, 3 mm bei den Velourhüten hier. Oder ja, 2,5 vielleicht. Also ganz dicker Filz, da kommt die Motte gar nicht durch. Sondern da haben sie oberflächlich eine gewisse Fläche abgefressen. Das kann man dann bei den normalen Filzhüten sogar mit feinem Schleifpapier noch ein bisschen drüber gehen, habe ich noch nie gemacht.
das ist nicht so auffällig. Das ist kein Problem. Ja? Also während Sie bei Anzügen dann stopfen müssen, das sieht man natürlich und das, naja, das ist aufwendig, haben Sie hier nicht. Die Hüte sind meist relativ gut erhalten. Wunderbare Sache. Schließlich vielleicht noch ein Wort zum Begriff Fedora. Der kommt zwar aus dem Ende des 19. Jahrhunderts, hat aber ursprünglich eher einen Homburger gemeint. Nicht eher, sondern hat tatsächlich einen Homburger gemeint. Gibt es Werbeanzeigen in Amerika. In Deutschland ist der Begriff Fedora in der Vorkriegszeit überhaupt nicht bekannt. Sondern das sind Modehüte, weil sie nämlich weiche Hüte sind. Ja, können Sie die Krone formen, das können Sie ja bei einer Melone oder bei einem Zylinder eben nicht. Diese weichen Hüte sind die Modehüte, manchmal auch einfach Herrenhüte. Und dann hat man unterschieden den Fedora, also diesen hier, das sind ja alles Fedoras, Modehut mit gerader Krempe. Und die Homburger, die also die aufgebogene Krempe haben, das sind die Modehüte mit runder Krempe. Ganz einfach, bisschen umständlich. Es gab natürlich andere Begriffe wie beispielsweise Berghut und Reisehut und so weiter, aber die waren alle nicht feststehend. Ja? Das ist das Einzige und es sind auch hauptsächlich Fedoras, also in Homburg aus der Vorkriegszeit aus Deutschland zu bekommen, ist nahezu unmöglich. Ja. Insofern ist das hier auch alles. So, ich würde sagen, damit ist der Einführung Genüge getan und wir werden uns beim nächsten Mal befassen mit jedem dieser einzelnen Hüte. Die haben nämlich alle irgendeine Besonderheit und diese werden wir zusammen im Verhältnis zu allen anderen und in Zeiten natürlich, wir wollen datieren, uns genauer anschauen und da werden Sie genaue Kenntnisse darüber erlangen, was es auch für Feinheiten in der Formgebung verschieden gab über die Zeiten und vor allen Dingen, wie sie auch innerlich verarbeitet sind, worauf Sie achten können, wenn Sie einen Hut datieren wollen. Bis dahin, machen Sie es gut.